Ja, herzlich willkommen zurück bei Sportmedizin für Trainer. Heute soll es ums Thema Bandverletzung am Sprunggelenk gehen. Ich möchte euch nicht nur konkrete Tipps geben, was habt ihr an erstem Hilfematerial dabei und diese Sachen, sondern ich möchte auch einige Verletzungen genauer vorstellen. Bietet sich an, dass die Bandverletzung am Sprunggelenk da als erstes kommt. Das ist einfach mit Abstand die häufigste Sportverletzungen, vor allem im Basketball, aber auch im Handball und Fußball, ganz oben mit dabei. Und da sollte man einfach ein bisschen was drüber wissen, über die Erstbehandlung, über drohende Folgeschäden, über Prävention. Und das möchte ich euch heute alles zeigen. Ich fange an mit der Anatomie. Wie ist das Sprunggelenk überhaupt aufgebaut? Wir haben drei Knochen. Das obere Sprunggelenk ist hier dieser Bereich. Am oberen Anteil hat man das Schien- und das Wadenbein. Am Gegenstück dann das Sprungbein, den Talus, und daraus baut sich eben das obere Sprunggelenk auf. An den Weichteilen hat man hier die drei Außenbänder, die T-förmig von der Außenknöchelspitze zum Sprungbein bzw. zum Fersenbein ziehen. Man hat dann zwischen den beiden Unterschenkelknochen, zwischen Schien- und Wadenbein als Verbindung die vordere und die hintere Syndesmose. Die sind insofern nicht unwichtig, weil wenn da eine Verletzung ist, kommt durchaus mal das Thema Operation zur Sprache. Da muss man also immer bei einer Sprunggelenksverletzung schauen, ist alles in Ordnung oder nicht. Am Innenknöchel haben wir dann noch das Innenband, das so fächerförmig in verschiedenen Anteilen sich aufspannt. Gut, was wird diagnostisch gemacht? Wenn der Sportler umgeknickt ist, zum Arzt kommt, fängt immer wie bei jeder Untersuchung mit der Anamnese an, mit der Erhebung der Krankengeschichte. Das heißt, der Arzt wird euch fragen, was ist genau passiert, wann ist es passiert, wie seid ihr umgeknickt, seid ihr auf dem gegnerischen Fuß gelandet, seid ihr am Boden hängen geblieben, seid ihr eher über die Fußspitze umgeknickt oder seitlich. Und er wird natürlich auch fragen, sind schon Vorverletzungen oder andere Krankheiten bekannt, die vielleicht mit reinspielen, und hat dann meistens schon mal eine relativ gute Idee, was euch fehlen könnte. Die Untersuchung trägt dann dazu bei, diesen Verdacht zu erhärten. Man wird gucken, ist das Sprunggelenk stabil, wo sind Schwellungen, wo sind Druckschmerzen, welche Strukturen könnten verletzt sein, wo ist die Funktion eingeschränkt. Und dann geht es an die Bildgebung. Für mich die wichtigste Bildgebung bei Sprunggelenksverletzungen ist der Ultraschall oder die Sonographie, kurz Sono, wo man sehr genau die Weichteile eigentlich beurteilen kann, auch sehen kann, ist im Gelenk ein Erguss, dass vielleicht irgendwo im Gelenk noch eine Mitbeteiligung vorhanden ist und man dann eventuell genauer schauen muss. Aber für die Diagnostik der Bänder langt der Ultraschall vollkommen aus. Das Röntgen ist dann dafür da, um knöcherne Beteiligungen, Knochenbrüche auszuschließen. Und für seltene Fälle sollte noch das MRT, das Kernspin, vorbehalten sein. Im Profisport leider meiner Meinung nach viel zu häufig angewendet, weil man Angst hat, etwas übersehen zu können und dem Kernspin teilweise mehr traut wie der eigenen Untersuchung. Braucht man sicherlich nicht bei jeder Verletzung. Aber wenn, dann ist es natürlich ist eine sehr, sehr schöne Untersuchung. Ich zeige da gleich noch ein Beispielbild dazu. So kommt der Patient dann meistens in die Praxis. Der hier ist am Abend vorher umgeknickt. Der Außenknöchel ist schon schön geschwollen, ist hämatös mit einem Bluterguss verfärbt. Der Patient hier auf dem Bild, der war am Abend vorher auch schon im Krankenhaus, ist da geröntgt worden und hat eine Gipsschiene angelegt bekommen. Das sieht man sehr schön. Hier war der offene Teil von dem Gips und leider war das nicht gut abgepolstert, sodass hier schon ordentlich an die Schwellung in den Schlitz reingelaufen ist. Das sollte eigentlich nicht sein. Sollte auch nicht passieren, dass die Gipskante hier eine Aufschürfung schon an der Haut macht, weil die Schwellung eigentlich permanent gegen den Gips drückt. Da muss man entsprechend aufpassen. Das sollte eigentlich nicht sein. Ja, das Erste, was eben am häufigsten verletzt ist, sind die Bänder. Ich habe gerade schon gesagt, die Außenbänder verlaufen hier so T-förmig von der Außenknöchelspitze weg. Sehnen können mitbeteiligt sein, vor allem hier hinten die Peroneal-Sehne, die hier so ums Eck an den Mittelfuß hinläuft. Da muss man genauer gucken, selten, dass beim Umknicktrauma auch die Achillessehne hier hinten verletzt wird. Das sind meistens eigene Unfallmechanismen, aber danach schauen muss man trotzdem. Auch die Syndesmose, hatte ich ja gerade schon gesagt, sollte man auf jeden Fall mit untersuchen, dass man da keine Verletzung übersieht. Dann können eben knöcherne Verletzungen auftreten, deswegen teilweise ein Röntgenbild erforderlich. Hier war es nötig und sinnvoll. Man sieht, hier ist der Knochen unterbrochen. Man sieht so eine dünne Linie, wo die Röntgenstrahlen durchgehen. Da ist der Knochenbruch, der dann mit einer Platte versorgt wurde. Und inzwischen kann der Spieler auch wieder auf dem Fußballplatz aktiv sein.
Dann noch ein Bild vom Kernspin. Man sieht hier schön die eigentliche Verletzung des Außenbandes, eigentlich von der Außenknöchelspitze hier runterziehen sollte und hier in der Mitte unterbrochen ist. Da geht die Flüssigkeit rein. Hell ist in dieser Bildgebung immer die Flüssigkeit. Das Band ist unterbrochen, also gerissen. Was man aber an Begleitverletzungen sieht, hier ist Flüssigkeit im Knochen. Der Knorpel am Gelenk selber ist nicht so schön grau zu sehen wie hier weiter innen. Also hier ist eine kleine Knorpelschädigung mit dabei. Und durch das Umknicken, wenn der Fuß nach außen umgeknickt ist, ist der Innenknöchel auch noch gegen das Sprungbein gekracht. Dadurch kam es zu kleinen Einblutungen im Knochen, wie ein blauer Fleck im Knochen. Das sieht man hier auch noch sehr schön. Zur Behandlung der Verletzung. Früher hat man noch alle Bandverletzungen am Außenknöchel operativ versorgt. Heute ist man zur frühfunktionellen Behandlung übergegangen. Ende der 80er haben Studien gezeigt, dass einfach die frühfunktionelle Behandlung genauso effektiv ist, genauso erfolgreich ist und das Ganze etwas schneller und kostengünstiger geht. Wichtig, dass man jetzt nicht denkt, die Sprunggelenksverletzung ist eine Bagatelle. Es ist ja nichts Schlimmes, man muss nichts groß machen, man muss nicht operieren. Es muss trotzdem vernünftig behandelt werden. Das ist teilweise heute leider nicht der Fall. Da heißt es dann, ja, der ist umgeknickt, kein Problem, kriegt ein bisschen einen Verband rum und dann wird es schon wieder. Meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall Lymphdrainage und Krankengymnastik durchführen. Lymphdrainage, dass der Fuß möglichst schnell abschwillt, dass die Bandstrukturen wieder aneinander gelagert werden, dass nicht die Schwellung die Strukturen auseinanderdrückt und damit die Heilung eben beschleunigt wird und die Krankengymnastik dann für das propriozeptive Training, dass die Muskulatur wieder die Stabilität sich erarbeitet, dass man die Beweglichkeit und die Funktion vom Sprunggelenk wiederherstellt. Es sollte auf jeden Fall mit einer Orthese behandelt werden, dass das Umknicken verhindert wird und da die Bänder schön aneinander zu liegen kommen. Es gibt verschiedene Modelle von einfachen Schnürorthesen über relativ rigide Orthesen, die wir hier so mit Hartplastik oder auch hier relativ viel an Beweglichkeit wegnehmen. Die haben dann den Nachteil, wenn man später wieder mit dem Sport anfängt, die sind meistens relativ dick und leiern den Schuh schnell aus. Deshalb mein Favorit, die ASO-Bandage, die ist relativ schmal, hat seitlich hier Plastiklöffel integriert, die die Stabilität nochmal deutlich erhöhen, die man dann aber rausnehmen kann, wenn es zurück in den Sportschuh geht, wenn es zurück ins Training geht und man hat dadurch etwas mehr Freiheit und Beweglichkeit. Neu auf dem Markt ist hier diese Orthese von Better Guards. Das ist ein ganz neuer Therapieansatz. Das ist eigentlich nur eine strumpfförmige Bandage, so Nylongestrick. Und hier ist ein Nanotechnologie-Element integriert, das bei langsamen Bewegungen sich ganz normal mit ausdehnt, also die normalen Bewegungen eigentlich nicht einschränkt. Wenn es aber dann zu schnellen Lageänderungen kommt, wenn man also umknickt, dann wird das Material blitzartig hart und verhindert das Umknicken. Das ist wie gesagt noch relativ neu am Markt. Da muss man jetzt noch gucken, was die Studien in den nächsten Monaten bringen, wie effektiv der Schutz wirklich ist. Ist aber ein sehr, sehr spannender Ansatz, sehr vielversprechend, weil es eben die Funktion beim normalen Sport kaum einschränkt. Und dann gehört zur Therapie natürlich noch das propriozeptive Training. Da komme ich gleich auch bei Prävention nochmal genauer drauf, dass man einfach die Funktion der Muskulatur und das sind den Gleichgewichtssinn wieder optimiert. Operation eigentlich nur dann noch ein Thema, wenn es zur chronischen Instabilität kommt, wenn die Verletzung nicht richtig ausbehandelt, nicht richtig ausgeheilt wurde und man immer wieder umknickt und dann einfach die strukturelle Stabilität fehlt, dann muss man teilweise operativ ran und stabilisieren bei akuten Verletzungen aktuell nur bei sehr, sehr großem Verletzungsausmaß. Noch ein Thema. Gut, zur Prävention von Sprunggelenksverletzungen, sensomotorisches Training oder propriozeptives Training hatte ich gerade schon angesprochen. Da probiert man einfach einen unebenen Untergrund zu kreieren, sei es durch den Therapiekreisel, sei es durchs Trampolin. Man probiert das Gleichgewicht zu verbessern, indem man eben den Einbeinstand hält oder auch dann in größeren Formen schon probiert, den Spieler aus dem Gleichgewicht zu bringen, zu stören und er probiert trotzdem sein Gleichgewicht zu halten. Man kann dann Bälle mit ins Spiel bringen, die gefangen und geworfen werden oder man macht einfach mit dem Fuß Achterbewegung, Kreiselbewegung, um sich da noch ein bisschen abzulenken. Kann man sehr, sehr viel auch selber machen, zum Beispiel beim Zähneputzen auf einem Bein kann man hervorragend schon in den Alltag integrieren, um da möglichst Sprunggelenksverletzungen eben verhindern zu können.
Tape als Protektion hat sich bewährt, vor allem wenn schon mal Verletzungen da waren. Bis zu 50% reduziertes Verletzungsrisiko. Wenn das Tape vernünftig angelegt ist, das ist das eine Problem, dass man jemanden braucht, der gut Sprunggelenke tapen kann. Das zweite Problem sind natürlich die Kosten. Wenn man für jedes Training, jedes Spiel eine Rolle Tape braucht, dann kostet das über die Saison hinweg eine ganze Menge Geld. Und das dritte Problem ist, dass das Tape eigentlich relativ schnell an Elastizität verliert, an Steifigkeit verliert, lommelig wird. Man braucht eigentlich für ein normales Spiel drei Tapes vor dem Aufwärmen, vor Spielbeginn und in der Halbzeit, um wirklich die volle Stabilität zu erhalten. Das ist halt meistens nicht möglich. Insofern sind die Orthesen für mich die bessere Variante. Ich hatte die gerade schon genauer vorgestellt, muss ich jetzt nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Wichtig, es wird aktuell empfohlen, nach einer Verletzung für ein Jahr eine Protektion zu tragen, weil es hat sich gezeigt, bis zu 80% der Spieler verletzen sich innerhalb vom ersten Jahr nochmal. Es kommt zum Rezidiv und das kann man eben sowohl mit Orthese als auch mit Tape relativ gut reduzieren, das Risiko. Jeweils, wie gesagt, ungefähr 50% reduziertes Verletzungsrisiko. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und euch auch die anderen Videos anguckt. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, wenn ihr Probleme habt, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir direkt eine Mail, macht einen Termin aus in der Praxis, wenn es wirklich konkret medizinische Probleme sind. Ich freue mich über jeden Kontakt und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bleibt gesund.